Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Wir kennen alle diese Situationen. Die Deadline eines großen Projektes rückt immer näher, die Aufgaben häufen sich und das eigene Zuhause betritt man eigentlich nur noch zum Schlafen. Man hat fast keine Zeit mehr für Freunde und Familie. Die Folge: Stress und Überlastung. Raus aus der Stressfalle, Schluss mit Burnout ist heute das Thema bei Chefsache. Als im letzten Jahr der DAK Psychoreport erschien, waren die Zahlen alarmierend. Jeder 20. Arbeitnehmer wurde wegen eines psychischen Leidens krankgeschrieben. Hochgerechnet sind das 1,9 Millionen Beschäftigte. Hauptursache: Stress. Besonders gefährdet, so die These von Frank Scheelen, der Vertrieb in der Finanzbranche. Lange Arbeitszeiten, Erfolgsdruck und dazu die zeitaufwendige Weiterbildung, das Hamsterrad dreht sich dort wohl besonders schnell, bis gar nichts mehr geht. Die Selbstausbeutung der Vertriebler geht tatsächlich bis an den Rand der persönlichen Selbstauslöschung, kommentiert das Handelsblatt. Damit es nicht so weit kommt, hat der Gesetzgeber die Gefährdungsbeurteilungsverordnung ins Leben gerufen. Sie ist seit 2 Jahren verpflichtend für alle Unternehmen. Laut Arbeitsschutzgesetz müssen bei allen Mitarbeitern psychologische Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden. Mit anderen Worten, wo sind die Stresspotenziale im Unternehmen und wie kommen die Arbeitnehmer damit klar? Stress identifizieren, bevor er entsteht. Ist Burnout also bald kein Thema mehr? Ja, und jetzt haben wir einen echten Experten für Stressmanagement im Chefsache-Studio. Ich begrüße ganz herzlich Frank Scheelen von der Scheelen AG aus Waldshut-Tingen, mehrfacher Bestsellerautor. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Ja, wir haben es gerade im Beitrag gesehen. Was läuft hier eigentlich schief in Deutschland? Gute Frage. Ja, die Frage stellen wir uns natürlich auch andauernd. Wir sehen es schon bei Jugendlichen. Wir haben eine gewisse Reizüberflutung danach. Ja. Es ist zum einen der Job, E-Mails nicht abschalten können, immer mehr, immer weiter. Danach, aber ich möchte schon ganz klar sagen, es ist ja nicht nur ein Thema im Job, sondern es ist auch ein Thema im Privaten danach, auch, was man anschauen kann oder sollte, weil das kann kritisch sein. Ja. Wenn ich dann mehr Stress privat auch noch habe durch meine Hobbys und durch Verpflichtungen, die ich da habe, wie im Job oder beides zusammenkommt, potenziert sich es natürlich. Ja. Stichwort Reizüberflutung, dann wäre es ja im Prinzip ganz einfach, Reize abstellen und Problem gelöst. Es ist nicht die Frage mit den Medien danach. Beim einen löst Stress aus, beim anderen würde es den Stress vielleicht reduzieren. Bei mir ist es so, würden Sie mir das Handy wegnehmen im Urlaub, wenn ich morgens mein Cappuccino trinke, checke ich meine E-Mails, dann hätte ich den ganzen Tag im Kopf, Mensch, denk noch da dran und da dran, danach wäre auch nicht die Lösung. Aber es ist eher so die intrinsischen Antreiber, Muster, dass ich die erkenne danach. Ja? Was treibt mich denn wirklich rein und was löst bei mir Stress aus? Und Stress ist immer individuell. Wenn wir die Individualität des Stresses beurteilen, auch hinsichtlich der Volkswirtschaften, sind die Deutschen anders als andere Länder? Wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo wir offen sind für das Thema. Bei uns ist das Thema Stress, Burnout an der Oberfläche angekommen. In den USA, Leistungsgesellschaft, wird es immer noch so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. In Asien absolutes No-Go. Das wird als absolute Schwäche abgetan danach. Ja. Spannend ist natürlich die unterschiedlichen Kulturen und Länder. Ich glaube, wenn wir so mehr etwas Richtung Süden gehen, den mediterranen Lebensstil auch und so weiter, auch mal zwischendrin durchaus mal eine Pause machen. Ja, wenn ich so Bilder von New York sehe, kurze Pause schon am Essen, während dem Laufen und Cappuccino noch und so weiter und so fort. Das wird dort etwas anders gelebt. Da kann man sicher einiges abschauen, weil Anspannung an sich ist ja nicht negativ danach, sondern es ist immer die Anspannung und die Entspannung danach. Und wenn ich diesen Druck andauernd aufrechterhalten muss, dann gibt mir der Körper vielleicht Signale oder ich nehme sie eben nicht wahr, die Signale, und das ist noch schlimmer danach. Mhm. Stress empfindet jeder anders. Was sind Signale für ungesunden Stress? Wie gesagt, ist bei jedem individuell, aber ich nehme mal so mein Beispiel. Danach für mich, wenn ich abends nicht so richtig einschlafen kann, danach, weil ich immer noch im Kopf am Arbeiten bin oder nicht richtig durchschlafen kann, das sind so typische Signale, aha, jetzt mal ein bisschen langsamer machen. Die negative Situation wäre dann die zu sagen, wenn jemand in so einer Situation ist, kann ich schlafen, also gehe ich ein bisschen früher ins Büro. Danach fange ein bisschen früher an, abends arbeitest du vielleicht ein bisschen länger, weil schlafen kannst du ja sowieso nicht. Und dann haben wir oftmals die Gefahr, dass das Hamsterrad anfängt zu laufen danach. Ja. Und dann kommen so typische Muster, sei perfekt, sei stark und, und.
Und das sind Muster, die, wo wir sagen, Stressmarke Eigenbau ist in der äußerlichen Situation nicht enthalten danach. Ja. Aber da treiben wir uns selber rein. Ja. Und da ist es wichtig, vielleicht für jeden Einzelnen, da auch mal hinzuschauen und sich selber zu erkennen, dass ich nicht Opfer der Situation bin, sondern dass ich Gestalter bin und das auch durchbrechen kann. Und leichter gesagt als getan. Wenn ich im Hamsterrad drin bin, sagt mir so schön, sieht das immer noch aus wie eine Karriereleiter. Ja, genau. Es ist ein Sensibilisieren für das Thema danach. Also wie gesagt, Stress, Anspannung, Karriere und alles, die gibt uns ja auch Kraft, das ist was Tolles. Aber die Balance, die muss es sein danach. Ja. Also das Anspannen und Entspannen, das muss in dem Rhythmus sein danach. Ja. Wenn es nur noch in der Daueranspannung ist, das ist dann wie derjenige, der früher bei Software 1.0, wie wir sagen, vor tausenden von Jahren, da stand der Tiger vor uns, da gab es Angriff oder Flucht. Und der Körper hat entsprechend reagiert danach. Und diese Reaktion zeigt der Körper ja jetzt identisch. Bluthochdruck, Anspannung. Nur ist es nicht einmal am Tag, sondern wir ziehen es vielleicht komplett durch, dann von einem Meeting zum anderen und so weiter. Und das ist das, was das Gefährliche dabei ist. Welche Möglichkeiten es letztendlich gibt, aus der Stressfalle herauszukommen und welche Rolle dabei auch der Arbeitgeber spielt, insbesondere auch der Chef, liebe Zuschauer, darüber möchten wir gleich sprechen. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Unser Thema heute ist Stress und viel wichtiger, wie Sie Stress vermeiden können. Im Studio begrüße ich ganz herzlich unseren Experten für Stressmanagement, Frank Schielen. Ja, wir wissen von einer Studie, die in Deutschland immer wieder durchgeführt wird, die sogenannte Gallup-Studie zur Arbeitszufriedenheit der Menschen in Deutschland. Und die hat wieder mal verheerende Ergebnisse gezeigt. Über die Hälfte der deutschen arbeitenden Bevölkerung macht Dienst nach Vorschrift, nochmal 20% haben innerlich gekündigt, liegt's am Chef? Wäre natürlich die einfachste Antwort zu sagen ja, wobei man muss dazu sagen, der Chef spielt eine sehr große Rolle. Welche denn? Danach, die Frage ist, wie weit der Chef auch einen positiven Einfluss auf die Mitarbeiter hat. Danach, wir sagen, emotionale Intelligenz ist eine der wichtigsten Intelligenzen überhaupt. Das heißt, wie weit bin ich an meinen Menschen dran? Wie weit gebe ich ihnen auch Feedback, Austausch und so weiter? Also nicht die fachliche Seite im Vordergrund zu haben, sondern mehr Menschenexperte zu sein. Mhm. Das ist mit Sicherheit ein wesentlicher Part. Für mich aber auch vorweg die richtige Person am richtigen Platz danach. Ja. In Deutschland wird immer noch zu stark über die fachliche Seite, über die Zeugnisse und so weiter rekrutiert und eingestellt. Wir stellen immer Fertigkeiten ein, über die Einstellung wird nachher wieder entlassen. Das sind so typische Themen danach. Also ich würde schon bei der Personalauswahl den Wert drauf legen, die richtige Person am richtigen Platz und dann der richtige Chef, der auch richtig führen kann, der emotional an den Menschen dran ist und natürlich auch bei unserem Thema natürlich auch eine gewisse Vorbildrolle hat. Danach, wenn ich als Chef 12 Stunden arbeite und von meinen Mitarbeitern dann keinen Stress fordere danach, dann tue ich mich natürlich auch schwer. Wie sollte ich mich denn dann verhalten? Soll ich der Letzte sein, der reinkommt und der Erste, der geht? Dann haben wir das Problem nur verlagert, dass der Chef den Stress und das Burnout bekommt danach, was ja auch sehr, sehr oft der Fall ist danach. Also ich sage mal auch hier aufzuzeigen, dass es nicht die Quantität der Zeit ist, wo man arbeitet, sondern was in dieser Zeit auch wirklich gemacht wird, dann nachher nah genug dran sein. Aber für mich sind es ja auch dieses Vorleben und auch zu erkennen als Führungskraft, dann nachher diesen Ausgleich zu finden zwischen Anspannung und Entspannung. Ja. Mhm. Das ist es ja. Die Anspannung alleine ist ja nicht das Problem, ja, sondern immer die Balance zwischen beidem danach. Ja. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, naja gut, da draußen laufen lauter Pfeifen als Chefs rum und ich kann mich bequem zurücklegen als Angestellter und sagen, der Chef war's. Einfachste Antwort oder Ausrede dann nachher, ja klar, aber wir sind ja immer selber für uns verantwortlich, für das Leben dann nachher. Ja. Also ich würde heute aktiv den Dialog suchen. Danach, weil wir müssen uns auch eins im Klaren sein, die Generation X und Y, nur weil jemand Chef ist, reicht das nicht mehr aus. Die Hierarchiegläubigkeit nimmt dramatisch ab. Das heißt, da wird schon auch gefordert danach und die wollen danach auch vom Chef Antworten haben. Und wenn sich das nicht ändert, draußen gibt es viele Opportunities, Möglichkeiten heute bei guten Leuten, die sind gefragt. Das heißt, heute muss sich das Unternehmen beim Bewerber bewerben, in manchen Situationen und nicht umgekehrt danach. Also aufpassen, die Leistungsträger sind vielleicht die, die dann relativ schnell weg sind, weil sie gerne irgendwo anders in dem Unternehmen eingefangen werden. Kann ich denn sauber Stressmuster trennen und sagen, das eine ist in der Arbeit und das andere ist im Privatleben oder ist im Prinzip das Gleiche? Das ist es. Die Muster sind identisch, die wir haben. Die intrinsischen Antreiber, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, so sei perfekt, sei stark, sei gefällig und.
Und diese Muster spielen sich im privaten Leben natürlich entsprechend ein und natürlich auch im Job danach. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Opfer dieser Muster sind, weil der Stress hat nichts mit der äußerlichen Situation dann zu tun, sondern das sind die Antworten. Das heißt, ich mache mir selber den Zeitdruck, obwohl der Zeitdruck in dem Projekt gar nicht drin ist. Muster haben was mit Gewohnheiten zu tun. Und Gewohnheiten zu ändern ist, würde ich sagen, mit das Schwierigste überhaupt. Mhm. Wie kann ich denn nachhaltig eine Gewohnheit ändern? Anders gesagt, ich hatte einen Burnout, komme wieder zurück und was mache ich dann? Ich finde es kritisch, oftmals fällt jemand aus, 2 Monate, 3, 6, 9 Monate danach in einem Burnout, kommt zurück. Wenn Sie die gleichen Muster immer noch da haben, die Muster sich nicht geändert haben, nicht bearbeitet haben, ist es nur eine Frage der Zeit, wann Sie wieder an den gleichen Punkt kommen werden. Weil Sie treiben sich genau in den gleichen Rhythmus oder Trott wieder rein. Wie kann ich das vermeiden? Erstens erkennen danach, also wir machen das über entsprechende Analysesysteme danach, dass wir es sichtbar machen, Spiegel vorhalten danach und dann auch Strategien, Kompensationsstrategien entwickeln danach, dass ich nicht Opfer meiner Muster bin, sondern das erkenne und damit selber entscheiden kann, okay, baue ich mir den Druck auf oder nicht. Wann hatten Sie das letzte Mal Stress? Bei der Hinfahrt hier. Warum? Aber ich habe mich nicht stressen lassen danach. Ist so die Frage, wie geht man damit um danach, ja. Und ich kann jederzeit selber entscheiden, okay, lasse ich mich stressen oder nicht danach. Ja, herzlichen Dank für diese Einschätzung. Schön, dass Sie da waren hier im Chefsache-Studio. Danke Ihnen. Und das Schöne ist, Sie sind nicht mit leeren Händen gekommen. Nein, er hat uns noch ein paar Bücher mitgebracht. Und zwar 5 Bücher von Stärken, Stärken. Wir haben gelernt, liebe Zuschauer, Stress hat ganz stark was damit zu tun, die eigenen Stärken nicht zu kennen. Und vielleicht bringt dieses Buch Sie auf den Weg, daran was zu ändern. Melden Sie sich jetzt, wir haben eine E-Mail-Adresse eingeblendet. Die ersten 5 E-Mails bekommen das Buch natürlich mit einer persönlichen Widmung von Herrn Schielen. Herzlichen Dank dafür. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin, Ihnen alles Gute und lassen Sie sich nicht schützen.